Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 4. Wir sind im Dorf. Wir werden uns jetzt erstmal umgucken. Ich hoffe, ja, hier liegt noch alles rum, das ist sehr schön. Oh, Hannigan. Kommen, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Hannigan, Alter. Auch schon eine Legende. Zum See gehen. Na, jetzt noch nicht. So, zur Windmühle müssen wir wahrscheinlich den oberen Weg hier nehmen. Oh ja. Oh. Schatz, erweiterte Karte. Alter, ich werde mich jetzt hier erstmal so schön umgucken. Ich sag's euch. Ich geh jetzt erstmal hier rein. Okay, es muss irgendwo einen Schlüssel geben. Vielleicht hätte der Chainsaw-Man einen getroppt. Könnte sein, ne? Der darf sich warm anziehen, wenn ich hier wieder herkomme. Im nächsten Durchlauf dann mit Fett, unendlich Muni und alles. Oder zumindest mit geupgradeten Waffen. Dann kriegt er nämlich einen richtig auf den Sack, Alter. Erste Hilfespray, Muni. Knoblauch, Chili haben sie hier sogar. Alter, wie viel sogar? Ah, und hier ist die Flinte direkt. Die W870. Oh, perfekt. Handgranate. Schau mal, hier sind wir noch nicht mal reingegangen. Ich hätte hier viel zu viel Schiss reinzugehen und hier dann irgendwie festzustecken. Da hätte ich wieder rausspringen können, oder? Ne, tatsächlich sogar nicht. Und hier? Ja, hier ging's raus. Okay. Oh mein Gott, nimmt die Platz weg. Schau mal, ich habe hier sogar eine Erweiterung. Das kann ich aber wahrscheinlich nicht benutzen, oder? Möchten Sie alle... Ah, nein. Das wird an die Schreibmaschine geschickt. Okay, ich habe schon gedacht, das ist irgendwie schon eine Erweiterung oder so. So, erstmal kurz ein bisschen sortieren, dass wir Platz haben. Lass mal so. So. Tja, und das Leons treuer Begleiter seit seiner Zeit beim RBD. Ich warte mal, vielleicht finden wir noch ein rotes Kraut, das wäre besser. Doppelgrün ist zwar auch schon sehr gut, aber ihr wisst ja, grün-rot kickt. Kickt anders. Kunstvolle Halskette. Schätze kombinieren. Unter wichtiges und Schätze können Sie gesammelte Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn Sie sie mit Edelsteinen besitzen. Ich habe keinen Edelstein. Noch ein Kraut. Noch eine Granate. Ich befürchte wirklich, dass wir... Oh, das ist Mais hier. Eine Wurst. Dass wir den Schlüssel von den Chainsaw Man bekommen hätten.
Sehr gut. Ne, können wir nicht reiten. Die haben ein Ei gelegt. Wie in Resident Evil 5, Alter. Oh, ich sehe schon, hier kommen wir mit Ashley nochmal vorbei. Vielleicht können wir dann auch erst später diese Schublade öffnen. Ich meine, wenn da jetzt schon so eine Zweier-Sache ist, wo man einen hochheben muss, dann ist das definitiv so, dass wir hier nochmal herkommen. Oh Gott, ich hab so Schiss vor der Ashley, na, dass sie wieder so nervig ist. Die wird wahrscheinlich wieder so nervig sein, Digga. Ich hoffe, sie hat's besser gemacht. Munitionstechnisch geht's uns gerade eigentlich relativ gut. Rauf kommen wir nicht mehr. Da ist noch irgendwas drin. Ja. Seidenkristall. Okay, lass mal gucken. Oh. Fünf verschiedenfarbige Edelsteine bringen natürlich am meisten. Eine spezielle Art von Amethyst, wie sie in dieser Region abgebaut wird, lässt sich sicher verkaufen. Okay. Den Schlüssel kann man auch verkaufen, weil er nochmal verbindet. Finde ich gut, dass man daraus auch ein bisschen Kohle machen kann. Dann erst mal weiter, würde ich sagen. Ich glaube, hier gab es auch noch mal eine Schreibmaschine. Ein Rubin. Ne, hier gab es hier nicht noch eine Schreibmaschine im Original. Jetzt kann ich das Ding aber reinsetzen. Oh. 14.000 bringt's aktuell. Ich verkauf's erst, wenn ich da überall was reingeklatscht hab. Siehst du, es kommt die Mühle. Damals ja. Da ist sie. Das ist eine Schreibmaschine. Das Ding bei der Pumpgun ist, die hat halt nur zwei Schuss, ne? Die Skullbreaker. Ich glaube, ich würde erstmal die große hier reinmachen. Nimmt sehr viel Platz weg.
Weiß nicht, ob das so smart ist. Aber notfalls können wir sie eben wieder rausholen. Bis jetzt sind die ja relativ gut. Pumpgun habe ich bis jetzt halt noch nicht gebraucht. Oh, wer will auf die Schnauze, Alter, kommt der. Schweinchen dick. Ups. Gott, ich bin Mörder. Tiere schauen auch nicht mehr alle so gut aus. Alter, wie viele Handgranaten kriege ich eigentlich? Jetzt soll so eine fette Horde Gegner herkommen. Aber ich kann doch eigentlich so. Kann ich die kombinieren? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe da ein Emblem. Da. 1 und 5. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo die alle waren. Aber das wird anscheinend angezeigt im Bereich quasi. Ich meine, im Bauernhof sind wahrscheinlich jetzt 5 Stück, Dorfplatz werden wahrscheinlich auch welche sein. Und wir arbeiten uns ja hier überall dann durch. Alter, das Gebiet ist groß. Alles in Ordnung. Keine Chance. Blaue Auftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. In Gottes Namen kann endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Auftrag: alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet Bauernhof. Belohnung: Spinell mal 3. Also 3 Stück. Boah, ich weiß nicht, wie alle sind. Klingt da was? Ah ne, da ist einfach nur ein Loch. Da oben ist noch eins. Ah. Das ist auch noch eins. Das letzte wird wahrscheinlich in der Scheune sein, oder? Komm ich rein? Brauche ich auch wieder irgendwas? Mix jetzt mal 2 Grüne zusammen, weil es halt einfach sonst zu viel jetzt hier wird. Ganz gut umgucken, nicht, dass hier irgendwo das Medaillon ist.
Gott, was war gelb? Vergiftung oder was? Gelbes Kraut, das die maximale Gesundheit erhöht. Die Gesundheitserhöhung hängt davon ab, mit welchen Komponenten es kombiniert wird. Kann nicht allein verwendet werden. Boah, gelb, Alter. Okay, das ist scheiße gewesen. Jetzt rotes wahrscheinlich rein. Warte mal, da kann aber noch ein rotes, glaube ich, mit rein. Ja, man kann ja auch drei Stück verbinden. Alles muss man selber irgendwas. Ah, da ist doch das jetzt, ja. Rohstoffe. Na, gucken wir doch mal. Herstellen. Mit 12 Schießpulver und 1 kann ich Flintenmuni herstellen. Mache ich, glaube ich, mal. Socken da draußen, welche. Küchenmesser. Rot, sehr schön. Da seht ihr schon, dass diese Fetzige, die da ja widerlich werden. Der Brie hat ordentlich gesackt, Alter. Granate und 4 Schuss von der Schrotflinte. Das ist schon heftig, Alter. Warte mal ganz kurz. Ich kann doch jetzt ja hier das Zeug verbinden. Da kann auch nämlich so ein Ruder rein. Oh. Sehr schön. Ganz kurz mal gucken, ich habe doch diesen Auftrag eigentlich erledigt. Was habe ich da jetzt eigentlich bekommen?
Kann ich denn das hier wieder reparieren? Sieht aus, als könnte man es reparieren. Braucht man bestimmt einen Schleifstein oder irgendwas. Weil verbessern kann man das hier auch. Oh, man kann die Magazingröße erhöhen. Das ist hier sehr gut. Definitiv machen. Wir haben halt jetzt hier noch ein Küchenmesser, aber das geht halt wahrscheinlich sehr schnell kaputt. Stand auch dran, dass dessen Klinge leicht bricht. Oh, weg hier. Da geht's weiter. Und hier kommen wir wahrscheinlich nur nicht rein, oder? Braucht wahrscheinlich irgendeinen schicken Schlüssel. Dieses Haus, wo man den Riesen dann einmal begegnet da. Naja, sehe. Ihr sollt es zum See gehen. Also hier kommt. Was da hinten? Nix. Da kommen wir, denke ich mal, noch rein. Ihr Scheißhaufen, Alter. Hinter mir. Ja, hier geht's nicht weiter. Vielleicht jetzt durch dieses Tor? Das wäre eine Option. Nee. Oh, einfach den Weg nebendran nehmen. Den ich glaube schon gar nicht gesehen habe. Mautze. Taschenlampe vielleicht mal benutzen. Kann ich die eigentlich entschärfen? Nee. Oh nee, nicht die Dynamit-Arschgeigen.
Oh, wie ich keinen Bock auf die habe. Oh, und das ist eine Falle. Messer ist jetzt schon fast kaputt. Alter. Alter, ich treffe aber auch nichts. Aim ist so scheiße, Alter. Ich höre da irgendwo noch eine die ganze Zeit rumstöhnen. Steigert die maximale Gesundheit auch noch dazu, das Gelbe. Kann ich das mit noch was kombinieren? Ich weiß es nicht. Ja. Es geht mit noch eins. Ich warte noch. Ich sterbe, sterbe ich, Alter. Mir scheißegal. Bin zu geizig, jetzt eine Heilung zu opfern. Oh nein! Oh shit. Mist. Eventuell bin ich doch nicht so faul, Heilung zu benutzen. Beziehungsweise geizig, meine ich. Dieser Wichser mit seinem verdammtes Dynamit, du Drecksau da drinne, Alter. Hä? Der hat's bei mir gar nicht geworfen! Was zur Hölle, Digga? Die Scheiße wurde bei mir gar nicht geworfen, Alter. Digga, was ist denn für ein lächerlicher Scheiß? Alles klar, also... Man müsste mir jetzt mal erklären, wie die mich getroffen hat mit dem Dynamit. Aber ist okay, Digga. Ist okay. Ist okay, Digga. Ich hocke im Haus drin und die erwischt mich mit Dynamit. Das ist absolut in Ordnung, Digga. Hurensohn, Digga. Mit der verfickten Dynamitstangen, Alter. Wow, ich wäre fast reingestolpert, obwohl ich schon aufgehört habe zu laufen.
Der schießen auf den Kopf, der läuft einfach weiter. Das ist halt das, was ich so unlogisch finde. Was in meinen Augen halt komplett lächerlich ist. Ich hole jetzt erstmal die da oben weg, ist mir scheißegal. Gib mir auf den Nerven, ihr scheiß Dynamit, Alter. Hat die sich selber umgebracht oder was? Ja, Sniper Elite, Junge. Ist hier nur irgendwas? Nada. Ich renne halt auch noch voll ins Beil rein, Alter. Verdammt! Kommt denn das mal an? So lächerlich einfach nur. Da ist so ein kleiner Scheißer. Oh nein, nicht wieder so Zeug. Das ist wie diese Mr. Raccoon Statuen, diese Puppen, die man auch im zweiten Teil kaputt machen konnte. 16 Stück gibt's anscheinend. Hier etwa? Wo bleibt unser Händler, Alter? Welcome! Okay. Warte mal, Akte erhalten. Gibt's aber nichts darüber zu sagen. Was ist das? Arschloch. Ich glaube, wenn ich da runterspringen, kann ich hier nicht mehr weiter mich die Sachen erkunden, ne? Jetzt gibt es hier irgendwas noch. Da haben wir ja auch einen Schlüssel gebraucht. Ja, hier ist noch was. Einmal noch mal ganz kurz umgucken. Oh, wieder so dieses komische Sektensymbol von denen. Oder was das ist.
Ah, okay, wir hätten auch wieder hoch können. Digga, was ist das für eine abgefuckte Scheiße? Irgendwie an Blair Witch gerade ein bisschen denken. Ach, und der Pri. Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind ein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind Sie? Stehen bleiben! Den Typen habe ich gemeint. Der hat uns jetzt infiziert mit dem Zeug. Erstmal speichern. Ja, gute Punkte gemacht. Genauigkeit 85,2%, das ist auch strong. Gar nicht mal so schlecht. Oh, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Tschüss.